Hallo Leute, herzlich willkommen hier bei Vapers Nexus. Heute nehmen wir erstmal die Hand aus der Kamera. Machen wir ein Unboxing. Hier der Vaper-Kanal von dem, ja, ich sag mal so, mein Let's Play-Kanal ist The German Nexus und ich mache halt auch Vapes und so ein Scheiß. Beziehungsweise ich vape auch selber. Und heute machen wir mal kein Unboxing über eine Tastatur, die dann kaputt ist, wie bei The German Nexus. Heute geht es mal um Fappe-Sachen. Ja, worum genau, weiß ich selber noch nicht, weil es ist von Meister Fiff Puff. Ja, und es ist eine Teillieferung, das heißt, es ist noch nicht alles drin. Aber wir schauen mal rein, was da ist. Warum ich es schon geöffnet habe, ihr seht vielleicht, ich habe, wenn ihr es wisst, wenn ihr auch meinen Gaming-Kanal verfolgt, mein Tripod-Selfie-Geschissens verlegt. Habe es dann wieder gefunden und jetzt finde ich es wieder nicht. Also mal wieder nur mit einer Hand und einem Messer. Deswegen habe ich das schon mal geöffnet und wir schauen mal rein, was denn in dieser Teillieferung geliefert wird. Pappe, geil! Was haben wir denn hier Schönes? Habe ich so viele Liquids bestellt? Gut, fangen wir mit dem da an. Genau, davon müssten zwei da sein. Wir haben zweimal, da ich selber leidenschaftlicher Wickler bin, lassen wir den OBS mal da drüben stehen, mein Engine. Zweimal Cotton Cat geholt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es ist. Normalerweise nutze ich. Wartet kurz. Ja. Muss ich mal kurz hier meine erste Wickelkiste rausholen. Normalerweise nutze ich immer die hier, die ist aber auch mittlerweile fast leer. Aber mal schauen, was daraus wird. Beziehungsweise wie die Cotton Cat, ob die besser oder schlechter als die Fusion Cotton fungiert. Warum Fusion Cotton und nicht Cotton Bacon V2? Cotton Bacon habe ich auch noch irgendwo rumfliegen außerdem. Ich mag die Cotton Bacon nicht. Die Fusion Cotton lässt sich viel besser verarbeiten, meines Erachtens. Andere finden es anders, ich finde das so. Und hier haben wir nochmal, um noch weiter auszuprobieren, einmal von Teufelswerk Organic Cotton 10 Wattepads. Um einfach mal rumzuprobieren. Dann diesen kleinen Schatz hier, ein Jewel Crown 3 in Blau, passend zu meinem Wismec RX2, ups, schmeiß die Jacke runter. S 200S. Dieser hier, wo ich zurzeit den Wismec Verdampfer drauf habe. Problem ist, ich habe den mir mit Tang Reset vollgefüllt, weil ich seit gefühlt 2 Wochen nur noch Flying Tangerine vom Boss Pure im Mund habe, egal welcher Verdampfer, egal welches Zeug. Und ich hatte keine Coils neu gekauft, weil ich wusste, dass der heute kommt. Also haben wir heute einen Crown 3. Ja, das ist der Crown 3 in Blau. Sieht super schön aus. Packen wir gleich aus. Dann haben wir hier einmal. Ja, super. Und ich bestelle mir immer extra Flaschen dazu. Eskimo Callboy MC Thunder. Von der Heavy Metal. Nee, Pornocore heißt es ja. Band. Eskimo Callboy hat jetzt eigenes Liquid, MC Thunder, Back in the Biz und VIP meine ich, zu dem neuen Album. MC Thunder hat sich am besten angehört und ist auch mein Lieblingslied aus dem Album. Aber stellen wir erstmal zur Seite. Dann ein paar Spritzken. Noch mehr Spritzken. 4 Fläschchen mit verschiedenen Deckeln, damit man die unterscheiden kann. Nein, den noch nicht. Dann haben wir hier noch ein paar Liquids. Einmal Sancto Rio Sample. Not for resale. Sehe ich das richtig? Was haben wir denn hier? Sind das Nikotin? 0 Milligramm. Sind das Nikotinschutz? Nee, was ist denn das?
Mal eben kurz auf die Rechnung gucken, weil ich mir jetzt nicht sicher bin, was das darstellen soll. Unicorn-Flaschen. Kick-Ass-Cat. Hellcat. Da sind zwei Aromen zu viel drin. Da ist die Kick-Ass-Cat. Da ist die Hellcat. Santa Cat habe ich nie bestellt. Und Steam Team Sample sagt mir nichts. Ja gut. Ja gut, kurzer Cut. Werden wir dann irgendwann mal ausprobieren. Dann haben wir hier noch ein paar Aufkleberchen, damit ich auch mal endlich weiß, was ich dampfe. Was steht denn hier? Steam Team TV. Ach! Es ist tatsächlich Werbung für Steam Team TV. Hier könnt ihr euch lesen. Haben wir was geschenkt? Lesen. Lest das. So, und jetzt die zwei teureren Sachen. Einmal der iJoy Captain PD Akkuträger und einmal der Vapor Giant V5, die neue Variante. Und diese werde ich nach einem kurzen Cut und nach einem kurzen Aufräumen für euch auspacken. Ich sage bis gleich. So Leute, nach dem kurzen Cut sind wir wieder da. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und immer noch mehr Dreck wie immer hinterlassen. Ich habe tatsächlich noch was Basis bei mir oben gefunden, welche ich nicht im Auto gelagert habe. Also konnte ich mir mein Eskimo Callboy noch schön anmachen. Ja, eigentlich ziemlich simpel. 10% einmal voll rein und los. Und jetzt fangen wir mit den kleinen Unboxings an. Du bist falsch rum. So rum. So, und wir fangen mit dem teuersten an. Wir haben hier einmal den Vapor Giant V5. Auf der Vorderseite sieht man ihn, das Logo, nicht für schwangere oder dicke Frauen und 18 plus. Nichts, Logo, Siegel, nichts, Siegel, Tropfer, Kompatibilität, Wortkotze. Und wir brechen das Siegel. War das nicht ein schönes Gefühl? Nein. So. So. Da haben wir den kleinen Kerl unter einer Glitzerfolie. Glitzerfolie zur Seite. So. Komm raus. Komm. Hier, mein kleiner. So, da haben wir das Prachtstück, den Vapor Giant V5. Warum das hier oben so komisch abgenietet ist, weiß ich nicht. Es ist aber so, Made in Austria, Drip Tip und so weiter und so weiter. Sieht schon gut aus. Ganz schön spitz hier. Kann man sich verletzen, rein theoretisch. Alter, das ist ja richtig scharf. Hat aber ein edles Design, muss ich sagen. Gut, du mal kurz da auf deine Folie. Weil hier muss ja noch was anderes drin sein. Kann es ja nicht gewesen sein. Oder doch? Nee, kann es nicht gewesen sein, sag ich doch. Unten drunter findet man schon wieder keine schwangeren Frauen. Dichtung, ein Kreuz, ein paar Coils. Noch mehr Dichtung. Und nochmal ganz unten. Also noch weiter unten als ganz unten. Findet man eine Gebrauchsanweisung? User Manual. Ja. Französisch. Holländisch. In wahrscheinlich allen verschiedenen Sprachen. Und nochmal ganz unten drunter haben wir nochmal User Manuals. Und vieles, vieles mehr. Und das war's mit dem Vapor Giant. Mehr ist da nicht drin. Also wird er jetzt auch erstmal wieder eingepackt. Komisches Bändchen drauf. Und zur Seite gestellt. Dann nehmen wir das günstigste. Den anderen Verdampfer. Den Jewel Crown 3 in Blau. Was ist das hier?
schneller zu sein. Wenn man das abmacht, ohne es kaputt zu machen. Geht. Gut. Auf der Vorderseite sehen wir den Crown 3, den Schriftzug Crown 3, hier Crown 3. Da die Spezifikationen und was in der Box ist. Crown 3 Sapphire Blue Open. Jewel, www.jewel.com. MyJewel, Entschuldigung. Und hier stand doch gerade Open. Da stand Open. Mit einer Hand ist das natürlich alles super easy. Wobei, das geht sogar. So. Guck mal. Das mache ich mit links, auch wenn es rechts ist, weil ich mit links die Kamera halte, weil ich Rechtshänder bin. So. So. Was ist los? So, geht ganz einfach auf. Eine Folie. Und hier sehen wir schon das gute Stück. Ich nehme hier mal aufs Bein. Beigeliefert ist ein 0,5 Ohm 70 bis 80 Watt Extra-Coil, ein Ersatzglas und einmal der Jewel Crown selber. Welcher ziemlich gut da reingepresst ist. So, hier sehen wir das gute Stück. Also ich finde, der sieht mega geil aus. Da das Logo, Min angezeichnet. Auf der Unterseite nochmal MyJewel und den ganzen Müll. Ich finde, der sieht mega geil aus. So, und dazu muss es natürlich auch mehr geben. Und ich habe gerade schon gemerkt, dass es sich anhebt. So, hier haben wir ein bisschen Salz. Dann, was ist das denn? Da geht's auf. Nee, da geht's auf. Dann geh aber auch auf, wenn du da aufgehst. Na. Wir wissen, was du bist. Ich sehe irgendwas Gelbes und eine Krone. Wir haben einmal das Ding, wo ich nicht weiß, was es darstellen soll. Und einmal gelbes Gumminöppi. Ach, das soll wahrscheinlich, weiß ich nicht, als Schutz, damit es oben nicht ausläuft. Kann der oben auslaufen? Ich weiß es nicht. Ich kenne den Crown 3 nicht. Ich höre nur immer, wie gut er sein soll. Vom Geschmack her zumindest. Dann haben wir hier ein paar Dichtungen. Und ein bisschen Papierkrams. Garantiekarte, Manuals und der übliche Müll. Ich hatte auch gerade irgendwo, vielleicht kann ich ja von der Rückseite erfahren, was das darstellt, weil dieses gelbe Ding. Presse ich dich mal kurz wieder da rein. So. Extra Rubber Rings, User Manual, Crown. Ah, das eine ist ein Key für den Tank. Und das andere steht genau hier runter. Gut, egal. Und zur Seite. Und ich habe nämlich gerade schon was gesehen, was mich jetzt schon etwas nervt. Wir haben hier den iDroid Captain als allerletztes. Den PO270. Das hier, Dual 20700 Box Mod. Hätte man mir ja mal sagen können. Dass du, ich wusste es nicht, ich habe es nicht gelesen tatsächlich. Schade. Aber wir gucken trotzdem rein. Batteries included? Echt jetzt? Eine Firma, die mitgedacht hat? Alter, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Folie lässt sich super abpellen, wie ihr gerade gesehen habt. Jetzt will ich es wissen, ob wir hier tatsächlich mal jemanden haben, der auch wirklich was mitliefert. Ich meine, der Akkuträger hier kostet auch mal eben 70 Euro. Hallo? Hä?
Hallo? Erinnert mich irgendwie an die Apple-Handys. So. So. Gleich haben wir es. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Du zur Seite. Und wir haben hier eine komplett weiße Box. Das erinnert mich jetzt noch mehr an Apple-Handys. Und schaut hier ein Kärtchen an. Gebrauchsinformationen von PBV Goods. Zur Seite. Hier schauen schon ja, der Akkuträger an. Sieht ziemlich schick aus. Was? Ach so, das ist so ein Aufkleber, so ein Schutzaufkleber von vorne. Ich glaube aber, der ist etwas niedrig platziert. Habe ich das Gefühl. Da muss ich gleich mal nochmal nachgucken. Da habe ich aus Versehen die Aufnahme abgebrochen. Ich weiß nicht warum. Captain PD270. Ja. Und es erinnert mich immer mehr an Apple-Handys. Alter, das geht gar nicht. Ein Case? Oder ist das der Adapter sogar? 18650 Battery Fit with Adapter. Ist das der 18650er Adapter oder ist das einfach nur ein Case? iJoy. Ich denke, es wird ein Case sein. Und sie haben tatsächlich zwei 20700er Batterien dabei gepackt. Die von iJoy selber, diese gelb-schwarzen. Ich zeige gleich mal eine. Gleich. Ein USB. Micro-USB-Ladekabel. Einmal Schlangendesign. Kann man wahrscheinlich hinten drauf machen. Da ist die Garantiekarte. Und noch die Anleitung dazu. Jetzt muss ich mal kurz so einen Akku aufmachen. Dass die Dinger auch immer so stumm sein müssen. So, Uno. Das. Ja, das sind die beiden 20700er Akkus. Das war was anderes. Sieht schick aus. Und wir gucken gleich mal, ob die Saft haben. Was ich schade finde, dass er wieder hier diese typischen Dingens hat. Nicht mehr magnetisch wie der Rö oder der Minikin. Ich finde den Minikin so hässlich. Ich frage mich, wer da den Trend gesetzt hat. Klar, er ist schön handlich, aber vom Design her finde ich den sowas von hässlich. Moin, moin, moin. So. Runtergedrückt. Zu. Da ging er direkt schon an. Ich hoffe, da ist eine Folie drauf. Ja, es ist eine Folie drauf, seht ihr? Gut. Ja, okay, da steht auch was drauf, da muss eine Folie drauf sein. 69 Watt, hier der Feuerknopf, natürlich No-Advertiser. Halbvolle Akkus, hier Plus und Minus zum Einstellen. Haben einen ziemlich starken Druckpunkt, ehrlich gesagt. Und er fühlt, ich muss echt sagen, der fühlt sich mega geil in der Hand an. Der fühlt sich wirklich super an. Und ich meine, jetzt schaut euch mal an, wenn da so ein Crown 3 drauf sitzt. Wobei, für den war ja gar nicht der Crown 3 gedacht, für den war der Vapor Giant gedacht. Der Crown 3 war ja für den Wismac gedacht. Na, passt der blaue Crown 3 zum Captain? Kann man mal machen mit dem Carbon hier an der Seite. Ach, okay. Die sind für die Seiten. Kannst entweder Carbon oder diese Schlangenmuster drauf machen. Sieht super aus. Ja, Leute, das war's mit meinem Unboxing und kleinen Vorzeigen. Ich freue mich schon wirklich hier drauf. Was war das eigentlich nochmal? Hergestellt für Meister Fitzpaff. Interessant. Ja, Leute.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar. Wenn ihr mehr Videos haben wollt, schreibt das. Schreibt auch mal, was ihr haben wollt. Ich meine, ich kann für euch, ja, ich teste auch gerne, wenn ihr mal irgendwelche Vorschläge habt für euch, irgendwelche Akkuträger oder was auch immer. Ihr könnt mich auch gerne ein paar Sachen fragen, wenn ich dann mal wieder in meinem, eigentlich bestelle ich nie so oft, ich gehe eigentlich in meinen Office, in meinen Offi, in meinen Offline-Shop oder wie man das heutzutage nennen mag. Halt in den normalen Laden, wo ich sonst auch immer kaufen gehe. Da habe ich mir dann zum Beispiel diese Combo gekauft. Habe dann noch drei Akkus dazu bekommen. Hier, das meinte ich gerade mit dem magnetischen. Das ist nämlich super hierbei gelöst. Auch wenn ich die Magneten etwas lose finde. Ich meine, ich kann die hier mit dem Daumennagel ohne wirkliche Hilfe auf- und wieder zumachen. Wie gesagt, lasst einen Kommentar. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, schreibt es ruhig in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ich mal vorstellen kann, auspacken soll, austesten soll, schreibt es einfach rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein!